Peter Flossbach von der CDU-CSU-Fraktion. Warten noch ein bisschen. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit dem Jahre 2007, 2008 haben wir auch hier im Deutschen Bundestag uns mit gewaltigen Herausforderungen beschäftigen müssen. Wir hatten erst die Finanzkrise, dann die Wirtschaftskrise und anschließend die Staatsschuldenkrise, die von vielen als Eurokrise bezeichnet wurde. Und wenn wir heute die Wirtschaft sehen in Deutschland, die geringste Arbeitslosigkeit, den höchsten Beschäftigungsgrad, steigende Löhne und wir haben wieder eine Finanzwirtschaft, die funktioniert, dann können wir sagen, mit all den Maßnahmen, die wir in den letzten 6, 7 Jahren umgesetzt haben, haben wir auch ein Stück Stabilität in Deutschland geschaffen. Und insofern ist das auch ein Stück Erfolg der deutschen Politik. Wir haben, das wissen Sie alle, 40 Gesetzespakete, teilweise von der europäischen Ebene, teilweise als Vorreiter hier im deutschen Parlament umgesetzt. Und wir haben viel Kritik bekommen von den Grünen, von den Linken, dass das alles nicht ausreicht, obwohl wir meistens Erster waren in Europa bei all diesen Maßnahmen. Wenn wir heute die wirtschaftliche Betrachtung hier für Deutschland wahrnehmen, sehen wir, dass wir hier auf dem richtigen Wege sind. Das waren ja nicht nur die Fragen von mehr Eigenkapital, außerbörsliche Derivate, Regulierung von Ratingagenturen und anderen Themen, sondern es waren Themen, die die gesamte Wirtschaft betreffen. Und wenn wir Themen diskutieren, hier die Regulierung für den Finanzmarkt ausmachen, dann ist es nicht nur wichtig, dass wir gute Gesetze machen, sondern diese Gesetze müssen nicht nur umgesetzt werden, sie müssen vor allen Dingen auch kontrolliert werden. Und dazu brauchen wir eine exzellente, herausragende, gute Aufsicht hier in Deutschland und vor allen Dingen auch in Europa. Meine Damen und Herren, in den Krisenjahren haben wir erlebt, dass die Produkte, dass die Märkte, dass die Teilnehmer zum großen Teil international aufgestellt waren, die Kontrolle, die Aufsicht aber national. Und darin lag eine sehr große Problematik, denn die nationalen Einflüsse in die Firmen waren nicht so groß, wie es hätte sein müssen. Deshalb wurden viele Dinge auch nach der Phase der Regulierung einfach nicht gesehen. Ich erinnere mich, wie viele Kollegen hier in dem Raum noch, an das Jahr 2007, als das Thema IKB im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages war und die Crème de la Crème der deutschen Finanzpolitik bis zur Aufsicht uns nicht erläutern konnte, in welcher problematischen Situation wir uns befinden. Eine der ersten Maßnahmen war, auf europäischer Ebene europäische Aufsichtsgremien zu schaffen. Aufsichtsgremien, Aufsichtsbehörden. Es gibt 3, die damals geschaffen wurden. Es ist die EBA, die Europäische Bankenaufsicht, dazu die EIOPA für die Versicherung und die ESMA für die Wertpapiere. Und die sollen vor allen Dingen die Aufsicht besser verzahnen und vor allen Dingen wirksame Regulierungen finden nach gemeinsamen Regeln. Das war bis dato nicht der Fall. Dazu ist hinzugekommen der Ausschuss für Systemrisiken. Man muss ja auch den Finanzmarkt nicht nur national betrachten, ins Unternehmen hinein, sondern von außen, makroprudenziell, wie es heißt. Und mit diesen verschiedenen Säulen dazu die nationale Aufsicht, die unmittelbar in die Firmen reinragt, in Deutschland die BaFin und die Bundesbank, haben wir ein neues Modell auf europäischer Ebene kreiert. Diese europäischen Aufsichtsbehörden müssen aber jetzt Maßnahmen treffen für inzwischen 28 europäische Länder. Und in der Tat ist es so, das haben auch einige Kollegen angesprochen, haben wir völlig unterschiedliche Strukturen im Bankenbereich. Wir in Deutschland haben das sogenannte Drei-Säulen-System, das heißt einmal die Volksbanken, die Raiffeisenbanken, die öffentlich-rechtlichen Banken, das sind dann Landesbanken, aber vor allen Dingen die über 400 Sparkassen und dazu der gesamte private Bereich. Völlig unterschiedliche Säulen, die natürlich auch unterschiedliche Anforderungen haben wollen für die Regulierung in ihrem Bereich. Und hier gibt es auch die größte Kritik an den europäischen Aufsichtsbehörden, dass sie gegen 2 Prinzipien verstoßen, die vom Gesetzgeber auch vorgegeben worden sind. Das heißt, Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip, das heißt, man muss auf europäischer Ebene nicht das regeln, was man auf nationaler Ebene machen kann.
Und man muss proportional handeln. Das heißt, Kleine müssen klein reguliert werden und Große müssen groß reguliert werden. Und in dieser Frage unterstütze ich auch die Kritik an den europäischen Aufsichtsbehörden. Dieser Konflikt führt dazu, dass wir auch heute deutliche Defizite haben in der europäischen Aufsicht. Die Kommission hat in einem Bericht dargelegt, dass es natürlich einen bemerkenswerten Erfolg in der Aufbauarbeit gibt, aber sie hat auch Defizite und Fehlentwicklungen aufgezeigt und deutlich gemacht, dass wir die jetzigen Aufgaben der europäischen Aufsichtsbehörden auch überdenken müssen. Wir selbst werden selbstverständlich dieses Thema noch erweitern müssen, allein schon aus einem Grunde, weil wir ja am Ende 2014 die Europäische Bankenunion mit aufgenommen haben. Europäische Bankenunion heißt, dass die 120 großen Unternehmen, Finanzunternehmen oder die drei größten im jeweiligen Land von der Europäischen Zentralbank kontrolliert werden und die anderen, die kleinen Banken, die regionalen Banken, im Wesentlichen von den nationalen Behörden. Allein schon aus diesem Grunde muss überdacht werden, welche Rolle eine europäische Aufsichtsbehörde mit ihren Vorgaben für Banken, für Versicherungen und Wertpapiere nimmt. Es ist wichtig für uns immer dabei gewesen, dass die Regeln so getroffen werden, dass wir einen stabilen Finanzmarkt haben, dass nicht der Steuerzahler herangezogen wird für Fehler in den Banken. Das war unser zentraler Punkt und das wollen wir auch in diesem Bereich so umsetzen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wo viele Beteiligte sind, Europäische Zentralbank in der Aufsatz, die drei verschiedenen europäischen Aufsichtsbehörden, die deutschen Behörden, die sogenannten Systemausschüsse, gibt es natürlich auch mehrfache Zuständigkeiten. Und da kommt die Kritik an den europäischen Aufsichtsbehörden, dass diese Aufsichtsbehörden inzwischen den Rahmen, der ihnen vom Gesetzgeber vorgegeben ist, deutlich überschritten haben. Dass die Standards und Leitlinien weit über die sogenannten regulatorischen politischen Vorgaben hinausgehen. Und da müssen wir selbstverständlich aufpassen. Gerade wenn es um diese beiden Dinge geht, Subsidiarität und Proportionalität. Bei der Subsidiarität sind es vor allen Dingen die Regulierungsdichte, dass unmittelbar in die nationale Aufsicht hineingeragt wird. Bei der Proportionalität geht es um das Thema, dass eben die kleinen Unternehmen nicht gering kontrolliert werden, sondern vielfach dieselben Dinge erfüllen müssen wie auch die Großunternehmen. Und das kann nicht der Sinn einer europäischen Vorgabe, einer europäischen Regulierung sein. Da geht es einmal um die Themen zu einfach zu viele Daten. In der Tat, es werden viele Dinge nicht in deutscher Sprache vorgegeben und es gibt einfach zu viele Normsetzungen. Und wenn wir aktuell die Diskussion mit der Europäischen Zentralbank sehen, die Forderung nach Anakredit, dass im Grunde jeder Kredit ab 25.000 Euro mit 100 Informationen belegt werden muss, dann frage ich mich natürlich, was ist die Aufgabe der Europäischen Zentralbank? Ist es nicht die Aufgabe, die Großen zu kontrollieren, dass wir keine Finanzkrise kriegen? Oder ist es die Aufgabe der Europäischen Zentralbank, die Kleinen mit Daten zu belasten, die hohe Kosten verursachen, aber nichts tun für die Finanzstabilität, meine Damen und Herren? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen gute Aufseher, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Sie sind für uns als Parlamentarier auch mit die wichtigsten Ansprechpartner. Kollegen haben bereits darauf hingewiesen, dass die Zukunft der Europäischen Zentralbank nicht in der Aufsicht liegen sollte, sondern in der Geldpolitik und dass wir dahin kommen müssen, dass eine Trennung der Aufsicht und der Geldpolitik erfolgt. Für uns als Abgeordnete ist es wichtig, mit den Aufsehern intensiv zusammenzuarbeiten, denn unsere Aufgabe ist es, weitere Krisen zu verhindern und immer dafür zu sorgen, dass der Steuerzahler für Krisen anderer nicht herangezogen wird. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Als letzter Redner in dieser Debatte hat Christian Petri von